Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play SimCity Städte der Zukunft hier inkognito. Und ja, wir haben schon so den ersten Ansatz gemacht. Hier wird ein bisschen Müll von außerhalb geholt, was auch mal nicht schlecht ist, kann man auch mal machen. Aber unser größtes Problem ist momentan die medizinische Versorgung in unserer kleinen Stadt und das kostet uns jetzt ein bisschen Geld, aber bietet auf jeden Fall mehr Platz. Wir haben jetzt 40 Möglichkeiten für Patienten. Und ihr seht schon, die humpeln schon alle Richtung Krankenhaus. Die Zombies. Nein, natürlich nicht die Zombies, es sind ja unsere Einwohner. Auch wenn manche davon bestimmt so aussehen. Jetzt humpeln sie wieder zurück. Doch keine Lust. Ist aber Platz. Na gut. So, Müllwagen. Dann Gewinne ein. Ja, von den Gewinnen sehe ich leider momentan doch hier 60. Okay. Ich habe schon nichts gesagt. Gut. Handel, Handel, Handel. Immer noch nichts. Okay. Das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Aber okay. Dann schauen wir mal nächstes Projekt. Und zwar Projekt Parkanlage. Was kostet mich das denn im Unterhalt? 4,80. Das könnten wir uns dann tatsächlich noch leisten. Dann hin, wo es ist am sinnigsten. Hier oben vielleicht rein oder eher so hier rüben oder hier, aber das dann steht dann schon sehr nah am nächsten dran. So rum. Da freuen die Jungs sich, vielleicht geht da auch mal ein bisschen was mit der Dichte. So. Polizei hat immer noch ein bisschen Bedenken mit dem ganzen Zeug hier. Das liegt aber auch eher daran, dass die völlig überlastet sind. Dann kriegt ihr halt einen Knast. Oder auch nicht. Vielleicht einen neuen Streifenwagen. Oder auch nicht. Aber ein Fähnchen zumindest. So, Fähnchen. Wunderbar. Wieder ein Problem gelöst mit einem Fähnchen. Ja, die sind rabbelvoll. Da braucht unbedingt einen Knast. Aber den können wir uns jetzt echt beim besten Willen nicht... Naja, obwohl, den können wir uns schon leisten. Nein, können wir nicht, weil dann haben wir wirklich Minus. Was wir auf jeden Fall bräuchten jetzt im Augenblick. Wäre hier mal ein bisschen neu Gewerbe. Ja, ein bisschen Gewerbe, das hat noch nie geschadet. Und auch das wird uns jetzt diesmal nicht schaden, hoffe ich. Denn wir sehen ja hier, wir haben eindeutig Bedarf an Gewerbe. Sehen wir hier, Nachfrage, gerade niedrigem Gewerbe, ist ganz, 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 ganz große Nachfrage momentan. Es wird nicht ganz so funktionieren, weil die Grundstückspreise gleich wahrscheinlich auf 2 aufsteigen werden. Aber okay, sei es drum. Ein paar Burgerladen gibt es auf jeden Fall. Und ein bisschen Geld für uns sowieso. Und warum ich das hier so vehement freilasse, das wird alles unsere Omega-Fläche. Hier wird ganz, ganz fleißig Omega produziert, zumindest ab dieser Linie hier. Das heißt, hier könnte ich nochmal ein zweites Ding hinbauen, aber mal abwarten. Schauen wir mal, wie es wird. Vielleicht kommen da auch irgendwelche anderen Gebäude zu Omega noch hin. Müssen wir mal gucken, wie wir es am blödsten deichseln. Und eventuell wird dann diese Straße hier nochmal zu einer großen Hauptverkehrsader ausgebaut für die Omega-Fertigung. Oder mal schauen, vielleicht kommt von oben dann noch eine andere runter. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß echt noch nicht. So, hier können wir mal wieder ein bisschen was für die Umwelt tun. Oder fürs Brandrisiko, wie ihr wollt. Hier schaut es gut aus. Alles klar. Ja, momentan ist es mit unserer Industrie ist es nicht so. Ihr seht das auch hier. Nachfrage an Industrie ist eigentlich so gut wie null. Ja. So gut wie null. Will eigentlich kein Mensch hier. Weil wahrscheinlich in der ganzen Umgebung hier, beziehungsweise wir haben ja nur einen Nachbarn, aber dort wird wahrscheinlich sehr viel Industrie stehen. Und das wird natürlich jetzt auch durch unsere Leute hier vielleicht ein bisschen supported. Und deswegen brauchen wir keine eigene Industrie. Ist natürlich ein bisschen schade. Aber okay, was soll's.
Hier hinten hatte ich auch noch was vor. Das möchte ich eigentlich jetzt auch noch fertig bauen. Und zwar kommt auch hier nochmal ein Wohngebiet hin. So. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir denn noch Bedarf? Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Energie. Und das kostet uns 10. Und 10 können wir uns nicht leisten. Müll. Müll ist eigentlich auch okay. Abwasser schaut auch noch gut aus. Wasser sowieso. Nur Energie könnten wir ein bisschen fördern. Sonnenkraftwerk. 8 Megawatt Spitze. Da könnten wir hier noch eins hinbauen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das Weiße Haus ist auch schon da. So fast zumindest. Fehlt nur ein Flügel. Okay, da haben sie einem ordentlich defibrilliert, ja. Egal, ob er es brauchte oder nicht. Das interessiert unsere Ärzte doch nicht. Die haben immerhin eine gute Grundschulbildung. Ja, auch da kann man hier bei uns Arzt werden. Warum denn nicht? Fachpersonal. Apropos Fachpersonal, 57 gehen da rein und wir haben... wir könnten noch eine Schule bauen und selbst dann wird es nicht reichen. Was ist denn mit dem Müll? Müllhalde ist fast voll. Das habe ich fast befürchtet, dass das so ist. Bauen wir noch eine hin, damit das hier keinen Ärger gibt. Und irgendwann verschüren wir dann den ganzen Schund. Legierungen gehen immer noch nicht in Ausgang. Oder gehen die nicht in Ausgang? Schauen wir mal. Ne, geht noch nichts raus. Da fehlt uns echt noch ein bisschen Bewohner. Und für Bewohner werden wir jetzt dann auch irgendwann mal was tun. Und zwar mit dem Kredit hier. Bauen wir mal so einen kleinen Megaturm. Der kostet allerdings locker flockig 120.000. Und den bauen wir nämlich hier hin. Das ist so der Plan zumindest. Und mit dem Megatower glaube ich, dass wir dann ganz gute Chancen haben, hier mal richtig abzusahnen. Aber vorher bräuchten wir natürlich erstmal so ein blödes Windrad. Und das bauen wir jetzt auch. So. Energy. Wie schaut's aus? Kommt. Okay. Energie ist da. Betrug. Mensch. Betrug ist bei uns in der Stadt momentan mega angesagt. Die ersten größeren Häuschen stehen auch schon. Herrlich. Wird. Gut. Aber immer noch Wertstoffmangel. Dafür haben wir halt noch nicht so gute Häuser. Und vor allen Dingen so hohe Häuser. Da fehlt uns noch ein bisschen Dichte. Gerade auch im Billigsegment. Ohne Unterricht. Oh, habe ich ja schon wieder was verplant. So, jetzt müssen wir aber wieder mal alle erwischt haben, oder? Ja, so. Okay, wir könnten sie eh alle nicht unterbringen. Das ist jetzt das nächste Problem. Was fehlt uns denn auf dem Gymnasium? Bildungsabteilung in der Region. Also es gibt noch gar keine Abteilungen. Das ist natürlich blöd. Ach, Schildchen. Mensch, Schildchen vergessen. So, Schildchen, Rathaus. Bam. Okay. Jetzt können wir dann auch dann sowas bauen. Kostet 60.000, ist natürlich nicht so billig. Geht aber enorm viel rein, also von daher ist das schon gerechtfertigt irgendwo. Vielleicht bauen wir die dann hier rein. Das stört sich mit dem Windkraftwerk nicht so ganz. Und dann kriegen wir nämlich die Schule hier wieder raus, weil es ist völlig wurscht, ob ihr eine Grundschule oder ein Gymnasium habt. Schule ist Schule für die Jungs. Und dann können wir dann irgendwann mit dem Projekt Megatower mal anfangen. Dauert aber vermutlich noch ein kleines bisschen. Wertstoffmangel bei der Arbeit.
Ich kann leider nichts hier sagen, alles verkaufen, aber ich würde ganz gerne diese externen Warenlieferungen. Oh, was haben wir denn hier? Wer hätte das gedacht? Einen kleinen Verkehrsstau. Jawohl, verteilt sich doch ganz gut noch. Und ihr seht schon, es verteilt sich, es wird immer höher gebaut. Also die Leute bauen schon weiter. Das passt mir auch ganz, ganz hervorragend eigentlich. Auch hier. Es wird hier gebaut. Auch ein Typ 2 Gebäude vom Grundstückswert her. Bin ja mal gespannt. Bin ja mal gespannt, was die da hochziehen. Ja, jetzt, also langsam könnt ihr mal fertig bauen. Solange baut doch kein Mensch. Wird auf jeden Fall auch wieder so ein größeres Gebäude. Viel Glas dran. Ja, da kommen wir einfach später nochmal wieder. Ah, nee, doch, jetzt ist fertig. Na, klar, na super. Freies Unternehmen. Mal gucken, was da reinkommt. Wir sind ja schon gespannt. Ah, jetzt geht's. Okay, dann bauen wir unser neues Gymnasium hier noch mit hin. Ah ja, nee. Wir würden es hinbauen, hätten wir 60.000 gerade auf der hohen Kante. Dann würden wir das natürlich gerne tun, können wir aber gerade nicht. Allgemeine Hochschule wäre natürlich auch so ein klasse Teil jetzt gerade. Können wir denn eigentlich schon irgendwas zurückzahlen? Ja, könnten wir machen. Oh, es kam der erste. Oh, die erste Zahlung für Legierungen kam gerade rein. 34.000. Läuft das jetzt endlich mal? Naja, nicht ganz. Okay. Die Idee war ja schon ganz gut. Ja, wisst ihr was? Dann lassen wir das mit der Schule jetzt erstmal noch und sparen weiter auf den Megatower, denn der bringt natürlich richtig Bewohner. Und hoffentlich auch Dichte. Und so wie ich das sehe, machen wir dann den zweiten Kredit hier auf, den dritten Kredit hier auf für den Megatower. Und bauen dann die Bude hier noch mit hin. Und zwar einfache Arbeitskräfte, denn die brauchen wir gerade in der Omega-Verarbeitung auch ganz dringend. Und ich glaube, auch so brauchen wir ganz... Nö, hier nicht mal Typ 3 Jobs werden sogar eher gefragt. Wundert mich jetzt ein bisschen, aber okay. Sollte jetzt eigentlich, es war eigentlich anders geplant mit den Legierungen hier. Das sollte eigentlich viel, viel besser laufen. Tut's aber nicht. Plastik ist auf jeden Fall im Haufen da. Legierungen auch wieder ein bisschen. Könnte mal langsam losgehen. Mit der Kohle. So, mal kurz in der Region nochmal schnell vergleichen. Der hier in Dortmund, 58. Simon City. Von Simone, 89. Okay. 3,2. Hinten ist auch wieder einer online. Der hat 11. Also vergleichbar mit uns da hinten. Okay. Und zwar heißt der... Hamburg, der Trommler. Ja, der Trommler aus Hamburg. Mensch. Gut. Also wir verdienen schon jetzt gerade gar nicht mal so schlecht, ja. Also man kann jetzt eigentlich gerade nicht so meckern. Aber es fehlt halt einfach noch ein kleines bisschen hier. Das ist wirklich so, wo ich sagen könnte, jetzt läuft, jetzt haben wir richtig so den... Und da, glaube ich, brauchen wir dann die Omega-Fabrik dazu.
Und ich glaube, wenn wir jetzt hier die Straße mal so ein bisschen reinziehen würden, könnten natürlich jetzt auch die Straße schon mal vorbereiten. Und hier die Straße schon mal ein bisschen abreißen. Schaut das gut aus? Naja, schaut nicht gut aus, war ja klar. So, und dann machen wir das nämlich hier auch mal so. Gut, dann haben wir nämlich hier schon mal so einen kleinen, ja, so ein kleines bisschen eine Rahmung hier außenrum. Da können wir da unten dann auch noch mal verbinden. So. Und sollte sich der Verkehr da einigermaßen auch drauf verteilen. Wobei der Verkehr jetzt um 5:22 Uhr in der Nacht auch ganz gut ist. So, aber in der nächsten Folge werden wir vermutlich mal ein bisschen in die Richtung Omega investieren, damit vielleicht auch ein bisschen Geld mehr rumkommt. Das wäre so mein Ziel. Wir können ja schon mal so die erste Fabrik hochbauen und mal gucken, was passiert. Und dann den Megatower einfach hinterher bauen, weil so dringend brauchen wir den jetzt auch nicht. Aber Geld brauchen wir dringend und Geld kriegen wir definitiv mit Omega. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ach, und habt eine schöne Zeit, natürlich. Ciao.